Schatten gehen. Bin ich wieder so schattig? Zum Haus der schattigen Pinie? Naja, man kann mich schon ein bisschen erkennen. Schönen guten Tag, Leute. Hier im Hängi habt ihr gerade schön Indie Games Jam Games gesehen mit Dima und Andrea. Sehr schön vorgestellt. Ja, hier, also ich bin auch bass erstaunt, was ihr immer so schnell in so kurzer Zeit hinbekommt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich den Retro-Club anfange. Bethesda hat immer noch nichts bekannt gegeben, diese Ficker. Ja, sonst hätte ich hier die ganze Nacht noch mal gestern gesessen. Aber whatever, wenn nachher schon Retro-Club kommt, Kollege Sia kommt vorbei und wir zeichnen für diese Woche auf ein bisschen was zu Mega Man 11 und zu der Street Fighter Collection. Wollen wir euch ein bisschen was sagen, aber das werdet ihr alles im Retro-Club dann in Ruhe erfahren. Plus ein ganz spezielles Projekt, was mit Street Fighter und Mega Man zu tun hat. Ich habe meine Retro-Box dabei und ich habe schon gedacht, komm, lass uns noch mal zumindest bis zwei, kurz nach zwei ein bisschen zocken. Ich habe die Glatze glatt und den Chat im Auge. Und Brainlord, gerade am Spiel. Wir können aufs Ingame gerne raufgehen, wenn das geht, Regie. Guck mal da, ein bisschen schön klassischer Super Nintendo-Style. Ich glaube, haben wir das Spiel jemals hier vorgestellt? Brainlord? Das ist so eine Mischung, ein bisschen aus Legend of Zelda. Und, okay, falsche Tür, da will ich lieber nicht raus. Eine Mischung aus Legend of Zelda und Professor Layton mit Rätseln, die man lösen kann. Sehr, sehr oldschoolisch. Saß ich gerade oder sitze ich gerade dran in den letzten Wochen und spiele mal ein bisschen. Das müsste schon der letzte Dungeon sein. Sehr knifflige Sprungpassagen. Das werden wir gleich sehen, wenn ich da zumindest ankomme und versuche, da vernünftig Action zu machen. Oh, ich glaube, ich sollte eine andere Fee gleich mal equipped haben, die mir ein bisschen dann aushilft. Und schon mal aufgelevelt. Das ist mein Charakter. Das ist der Sohn eines Drachenjägers, der nach den letzten Drachen auf der Welt sucht. Und es hat mich hierhin verschlagen, zum Hort des Bösen. Ich kann mir mal kurz das Dungeon-Layout angucken. Weil ich habe Spezialbrillen, mit denen ich zum Beispiel hier gucke. Also das Anfangs-Layout ist noch nicht ganz so kompliziert. Aber jeder Dungeon hat natürlich mehrere Level. Ein bisschen was habe ich hier auch schon erkundet. Ich war vorhin in der Ecke, wo man komplett nur durchs Dunkel laufen musste. An sich ein spaßiges Spiel, aber auch teilweise ziemlich nerviger Stuff mit dabei. Was ich zusätzlich equippen kann, ist, ich habe solche Juwelen, in die kleine magische Feen reinpassen, die mich immer begleiten. Ich kann zwei gleichzeitig aktivieren. Und gerade hatte ich welche an, die mir Energie wieder zurückgibt periodisch, plus eine, die mir den Weg erleuchtet. Aber ich packe hier gerade die Anger Jade jetzt mal rein. Und das ist eine Fee, die Gegner angreift. Ups, da war falsche Tür. Nochmal durch, gehen wir nochmal hoch. Da wartet mich die Königin der Feen hier. Alle 200 Jahre gibt es eine neue Fairy Queen. Sie ist nämlich die Fairy Queen, Königin der Feen. Und ist aber gerade neu mit dabei und hat Fehler begangen, sodass der Magier Ramos so viel Böses angestellt hat. Ja, bringt euch sehr viel, wenn sie das redet. Vielleicht soll ich einfach sagen, für die Leute, die dann jetzt dazuschalten, dass es schon der neue Fallout-Stream hier ist, wo die Leute warten. Und der Platinum Shrine will spread. Some day our version is destroyed. Also irgendwelche Weltuntergangsbotschaften. Aber hier muss ich ein bisschen aufpassen. Lass mich noch mal kurz gucken, weil hier kann man sich sehr stark verlaufen in den Dungeons. Da kann ich noch mal checken, wo ich... Okay, ich glaube, ich war bereits da oben. War ich auf der unteren Seite. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich schon den richtigen Schlüssel habe. Das ist nämlich das Schwierige. Ich glaube, neue Schlüssel habe ich noch nicht eingesammelt. Oh, aber ich habe ein Herz, was ich noch nicht genommen habe. Das kann ich natürlich mal aufwenden. Und schon meine Energie wieder aufgewertet. Ein Herzcontainer aktiviert. Ja, wir können mal gucken. Schwieriger an dem Spiel ist, es macht Spaß. Ist aber auch ein bisschen undurchsichtig. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gerade verschissen. Hoffe ich mal nicht. Da geht es unten durch. Zu wissen, wo ist der korrekte Schlüssel, wo sollte ich hin, was sollte ich machen, wie sollte ich durch. Bin ich hier richtig? Ich guck mal unten erstmal lang. Ja, es ist das neue Fallout, Leute, die ihr jetzt zugeschaltet habt. Boah, ich schwitze mir jetzt schon einen weg. So, hier war ich noch nicht. Guck mal, hier ist das zu. Die Sonne des Lebens wird sich in den westlichen
ins westliche Meer für immer versenken. Okay, warte, oh Gott, jetzt kommt der Professor Layton-Part. Holy shit, okay. The mobile star of the gods will stand silent in the northern sky. Will rise from the eastern mountains. Flames in the southern lands. Okay, ich würde jetzt sagen, dass ich nacheinander wahrscheinlich die Himmelsrichtung alle betreten muss. Okay, also Westen, Norden, Osten, Süden. Westen, Norden, Osten, Süden. Ja, richtig. Mensch, bin ich klug. Zum Glück war das noch nicht so aufwendig. Aber sowas ist auch zwischendurch mit drin. Und da haben wir eine Kiste. Wir haben den Platinhelm gefunden. Okay, nice. Für das Rätsel haben wir einen Platinhelm bekommen. Habe ich den... Oh, mein Strom geht langsam leer. Das ist auch nice. Habe ich hier eigentlich nochmal Batterien irgendwo, die ich klauen kann? Werden wir das mal kurz checken. Geht natürlich mir der Strom leer. Im Controller. Ist natürlich nicht so nice. Dabei habe ich diese Batterie noch aufgeladen vor 4 Wochen. Gehen wir aus dem anderen Controller raus. Okay, das sieht schon hoffentlich besser aus. Hoffentlich halten die. Obwohl, so vollgeladen sehen die mir hier auch nicht aus. Egal. Mal sehen, wie lange die noch halten. Hier ist noch ein Controller. Also, wir haben es hier oben hingeschafft. Wir haben den Helm. Das ist diese Ecke, die wir uns angeguckt haben. Wir waren über den mittleren Part da hingekommen. Ich könnte noch... Obwohl, ich glaube, das auf der östlichen Seite habe ich schon gemacht. Aber den Platinhelm hatte ich noch nicht. Den können wir mal equippen. Also mal kurz gucken. Ich habe hier schon was. Das ist der Warrior's Helm. Jetzt ist der Strom auch weg. Alter, diese Controller haben alle gar keinen Strom, oder was? Das hier hat gar keinen Strom drin. Okay, vielleicht, wenn ich die Batterien mixe. Das ist ja praktisch. Ach, warte mal, wir hatten doch hier liegen doch Batterien aus. Da packe ich meine zum Aufladen rein. Das geht doch. Da liegen welche aus. Ja, das sieht gut aus. Wie rum? So rum zum Aufladen. So, die sehen fresh aus. Daran soll es nicht scheitern. Hat Bethesda jetzt was bekannt gegeben? Immer noch nicht, ne? Sag mal, also, wenn man schon sagt, please stand by, dann lässt man die Leute noch nicht einen Tag warten. Oder bis zur E3. Das kann doch nicht angehen, dass man sowas macht. Okay. Also noch sieht's. Vielleicht habe ich auch Probleme mit dem Empfänger. Warte mal, der Empfänger liegt hier vergraben. Zwischen mehreren PCs. Das kommt davon, wenn man auf Funkcontroller umsteigt. Und nicht auf Kabelcontroller. Also, das ist der Warriors Helm, den ich hatte. Wo ist denn der andere? Der hat 12. Platinum Helm. Beautiful Helmet. Defense Power 12. Natürlich kann man den nicht sehen, aber er hilft mir auf jeden Fall. Aber dafür kann ich mein Schild hier nach vorne packen. Und da schön aufpassen hier. Und ich habe natürlich kann schön schwingen. Den Morgenstern. Aber ich kann auch Magie machen. Das ist so Eismagie. Wird heute vermutlich was dazu gesagt, Gregor, sagt der Chat, zu dem, was Bethesda dann anstellt. Immerhin habe ich ein Rätsel gelöst. Da bin ich eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Aber sich merken, wo man schon mal gewesen ist und wo nicht. Ich glaube, oft hier war ich schon, aber ich muss mal noch mal gucken. Manche von den Statuen sind am Leben. Ich glaube, ich kann es aber auch schon sehen, welche am Leben ist. Ich glaube, die links oben müsste eine sein. Nein, die falsche. Die rechts war es. Und ich habe natürlich jetzt durch die andere eine Fee. Die links oben heilt mich. Und die rechts greift den Gegner an. Leider macht die nicht so viel Schaden, die den Gegner angreift. Ich dachte, weil diese Penne anders gefärbt sind.
können wir die schon mal erkennen. Da laufe ich jetzt einfach durch. Oh, und jetzt kommt der Slowdown schon dazu. Uiuiui. Lass mich vorbei. Nein. Oh Gott, die haben mir fast die ganze Energie abgezogen. Nee, hier ist die Dark Zone. Okay, hier war ich schon. Hier möchte ich nicht nochmal rein. Wenn ich euch das zeige, hier sind wir nämlich nur komplett im Dunkeln. Und man kann nicht sehen. Ich musste mir hier den Weg durch die, durch den Dungeon bahnen. Das lassen wir lieber weg. Das Einzige, was mir an dem Spiel, abgesehen davon, dass es manchmal ein bisschen kryptisch ist, wo man entlang kann, wirklich nicht gefällt, ist eben das... Oh Gott. Oh, shit, 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 shit. Sprunganlagen. Sind teilweise wirklich schwierig und, oh Gott, nervig. Ich glaube, ich nehme ein Stück Käse. Habe ich noch Käse? Alright. Oh, ich nehme Pilz. Pilz ist auch gut. Gibt 10 Hitpoints. Auf die Schnelle. Raus aus dem Raum. Gregor spielt hier in den nächsten Tagen The Crew 2 Closed Beta im Hangi. Es kann gut sein, dass wir mit über The Crew 2 hier nochmal extra was machen und anstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine Hangi-Action wird oder nicht. Ups, hier, ja, natürlich. Wenn ich hochgehe, sollte ich auch nicht wieder die Treppe runter. Sondern muss ich wohl mal wieder rauf. Ich habe auf jeden Fall Ja, Dennis hat einen Crew 2 Beta-Zugang, sagt er, und wenn Platz ist, stellt er es gerne vor. Ja, muss natürlich mal checken. Ich weiß wirklich nicht, ob da noch mit Crew 2 nochmal extra zusätzlich was geplant ist. Ich glaube, wenn dann mehrere Leute einen Beta-Zugang haben, da lohnt es sich ja, dass man auch gemeinsam irgendwie mal auf Actionfahrt geht. So, hier machen wir Platinum-Schrein. Gehe ich nochmal runter hier. Ja, da immer auch dieser... Ah, hier ist es abgeschlossen. Ich glaube, ich habe keinen Schlüssel dafür, ne? Den muss ich anders von Dungeon finden. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber der gilt mir in der Stadt, wo ich herkomme und nicht hier. Ansonsten habe ich nur anderen Stuff, der kein Schlüssel ist. Hm. Ups. Ist auch ein Schlüssel. Da komme ich auch nicht vor. Jetzt komme ich gar nicht mehr zurück. Ja, danke. Blub. Oh, jetzt schmeißt er mich da unten raus. Nur weil ich nicht durch die Tür gegangen bin. Na gut. Gehe ich wieder hoch. Saftnase. Gregor sagt doch mal den Namen von ihm. Das habe ich doch schon 15 Mal gesagt. Für Brainlord. Für das Super Nintendo. Ein ziemlich älteres Game. Ich glaube, Ede kennt es auch noch ganz gut. Wenn ich mich nicht irre. Aber... Ich weiß natürlich nicht, ob das noch vielen anderen Leuten bekannt ist. Von denen, die Seventh Saga gemacht haben. Noch ein älteres Game. Ein noch älteres Game. Das war der erste Part. Habe ich denn irgendwie eine Tür übersehen? Ich war doch schon mal hier weiter, oder? Kommt davor, wenn es verworren ist. Wenn Shenmue 3 kommt, wird es ein Let's Play mit dir und Simon geben. Wenn wir beide noch leben, dann... Wir werden es auf jeden Fall versuchen, da noch ein bisschen was mehr draus zu machen. Wie komme ich denn in den östlichen Part hin? Also diese dunkle Scheiße hatte ich schon gemacht, da oben. Auf der Seite. Kann ich mich gegebenenfalls irgendwo hinbeamen? Hier sind keine Türen versteckt, ne? Ich habe das Gefühl, da müssten eigentlich noch mal mehr Türen sein. Also wir sind ja hier unten. Checken wir noch mal. Wenn das so ein bisschen mehr Politur gehabt hätte, so was das Level-Design angeht und dass man nicht so sehr auf Sprunganlagen angewiesen ist, dann wäre es tatsächlich auch ein... Potenzial hätte ich, könnte links hoch. Ich glaube, den hatte ich auch noch mal gemacht, obwohl das scheint der einzig mögliche Diskurs zu sein, ne? Hier war auch zu. Wo war denn noch mal offen? War nur unten offen? Ups. Jetzt bin ich runtergefallen. Danke sehr. Wo ist denn auf der linken Seite war beides zu, ne? Und rechts war hier auch. Hier ist zu.
Ah, Moment, kann es denn sein, dass ich hier gerade einen Spielstand geladen habe, bei dem ich noch nicht... Das kann natürlich durchaus sein, dass ich mich vertan habe und hier mit einem Spielstand unterwegs bin, wo ich noch nicht im dunklen Labyrinth war. Na gut, dann gehen wir da einmal hin. Oh, ich habe doch nach unten gedrückt. Das ist nervig. Ich sehe auch schon im Chat, Brainlord größer als X-Lord. So sollte es sein. Brainlord the better than the X-Lord. Ah Gott, ja gut, dann müssen wir die Kurve hier machen. Dann werden wir die aber langsam angehen. So, der rechte war es, ne? Ach du Ficker. Oh, da kommt einer von hinten. Und gleich 4 Energiepunkte weg, ey. Obwohl ich den besseren Helm hab. So. Dich kriege ich. Dummbatz. So, habe ich den, der da oben. Der Morgenstern ist ziemlich heftig, der hat 15 Schaden. So. Ah, da unten haben zwei jetzt gleichzeitig. Wer die nächsten? Jetzt hör mal auf, mich zu hauen. Der hier. Diese Heilfee ist schon sehr praktisch, muss ich sagen. Die heilt einen ganz nice. Okay, die beiden. Gott. Komm, komm, meine Fee. Hau ihn kaputt. Ich glaube, der Schrei ist von der Fee. Ha, ha, ha. Das war okay. Der hier noch. Oh. Aber dass man auch nicht richtig trifft damit. Auch ganz nervig. Immerhin habe ich mein Schild. Der schützt mich zumindest ein wenig. So, ach. Oh. Außer der, wo ich nicht reingeguckt habe. Na gut. Da gucken wir durchs Dunkel. Hier. Ja, hier müssen wir uns ein bisschen hinfühlen. So. Da gibt es 2 Ausgänge. Weil hier komme ich nirgendwo. Da komme ich weiter. So kann man die Spielzeit auch verlängern. Immerhin sehe ich, wo der Ausgang doch mal war. Ich könnte ja mal durch die, ich glaube, die Magic X-Ray Glasses zeigen mir nochmal potenziell. Oder obwohl, nee, es ist alles dunkel, ne? Ah, ihr Ficker. Ihr zeigt mir nicht mal, wo der richtige Weg ist. Leider bringt es nichts, meine Lichtfee hier zu aktivieren, weil sonst würde der Dungeon natürlich absolut fair sein. Okay. Okay. Okay, eine Tür. Haben wir gekriegt. Und ich habe den Wiederbelebungsspiegel bekommen. Ich würde noch mal zur linken Tür gerne hin. Bleibt die Frage, wo die linke Tür am ehesten ist. Da ist sie nicht. Hier konnte ich ein bisschen lang. Ich sehe sie doch da vorne. Da ist das die linke. Es ist abgeschlossen. Warum ist hier abgeschlossen? Brauche ich wohl den Schlüssel dafür? Jemals hätte ich gedacht, das ist eine gute Idee, so einen Dungeon zu bauen.
wieder dazwischen gelandet. Oh, okay. Mitteltür. Und da steht nochmal die Feenkönigin. Black Floor ist kinda creepy. Okay. Dark Power schießt mich tot. So. Ich glaube, da gab's einen Durchgang auf der linken Seite. Eine Tür ist hier vorhanden. Da ist, glaube ich, der Schlüssel für das Viereck, was direkt unter uns auf der linken Seite ist. Da, wo wir nicht durchgekommen sind mit der Tür. Siehst du, im Stream wird auch die Musik auf jeden Fall loben hervorgehoben. Die Musik ist super. Gefällt mir sehr gut. Das Spiel selber, ey, ich hätte sehr gerne einen zweiten Teil gespielt. Weil ich glaube, mit wirklich ein bisschen mehr Politur, was so die Dungeons und die Ideen da angeht. Da sind so ein paar gute Sachen dabei, aber es ist noch nicht ganz wirklich dann sauber. Wobei es mich wundert, das fühlt sich an wie so ein Spiel von 91 oder 1990, aber ich glaube, es war von 94. Das gleiche Jahr, wo Final Fantasy 3 rauskam. Also Final Fantasy 6 US-Version. Das wirkt dann wieder ein bisschen komisch. Okay, hier ist der Ausgang wieder, da wollen wir natürlich nicht hin. Ich will irgendwo links zum Ausgang. Natürlich kommen die Gegner hier wieder an. An den Gegnern soll ich theoretisch mich auch vielleicht ein bisschen entlanghangeln können. Okay, das bringt mich nochmal weiter. Ordentlich weiter sogar. Bin ich runtergegangen? Da ist was. Ja, da ist die Tür. Da ist die Tür. Ich glaube, es ist so ein Ding, wo ich drumherum laufen muss, oder? Was ist denn da oben? Ach, das ist so fies. Ich möchte zu dieser Tür nur hin. Die eine Tür. Wo war sie denn? Die Leute sind im Chat auch gehypt für dieses Pokémon-Ding. Was wurde jetzt angekündigt? Let's Play Evoli oder so? Pokémon Go für irgendwas? Da ist meine Fee. Ist dort drüben gelandet. Ich war schon nah an der Tür dran, habe ich das Gefühl. Bisschen runter. Ich kann auch nicht wirklich, wenn ich springe, bin ich irritiert. Let's Go Sazenia wurde angekündigt. Das glaube ich nicht, Chat. Das bezweifle ich stark. Es gibt ja noch nicht mal ein Mauzi-Spiel, oder? Soweit ich mitbekommen habe. Powerless Human. When you're surrounded by my Dark Zone, there is only despair. Ja, danke sehr. Ich will nicht deine Dark... Oh Gott. Ich will nicht surrounded sein mit deiner Dark Zone. Ich will doch nur durch diese Kacktür. Da, durch diese Tür will ich durch. Lass mich 2 Meter durch diese Tür. Ja, ich bin durch diese Tür durch. Oh, es ist gut. Und das alles für diese Kiste, wo ich den Silence Key gefunden habe. Ich glaube, damit müsste ich jetzt die Tür da unten aufmachen können. Eingang zurück. Dann müssen wir nicht mehr in die Dunkelheit. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Da komme ich zumindest nicht raus. Kann ich hier oben weit lang. Irgendwo muss ich nach rechts können. Da.
So, hier runter. Das fühlt sich sehr ausgängig. Ja, sehr gut. Ein Ausgang. Die Feenkönigin ist auch weg. Jetzt muss ich durch diese linke Tür hier durch. Frage ist, wie war ich an der linken Tür? Dann will ich einfach, wenn ich das Item an der linken Tür habe, einen Fluchtzauber verwenden, weil nochmal rauslaufen möchte ich nicht. Aber ich muss in diese linke Tür rein. Ich muss das, glaube ich, von weiter unten machen. Ich war schon mal an der linken Tür dran, ne? Weil wisst ihr, so hat man früher die Spielzeit gestreckt. Musst du eben durchlaufen. Nur das Beste hoffen. Oh, das war die Tür, durch die ich schon gekommen bin. Okay, hier oben nicht. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich da durchgelaufen bin? In 15 Minuten werden wir die Tür, glaube ich, noch finden. Okay, ist das die linke? Das ist sie, ne? Okay. Alles klar. Super, super, super. Der untere Schlüssel dann, der hier hinten. Der Silence Key. Okay, mal hören. Ja, es ist der gute Sound, dass die Tür aufgeht. Und wir haben einen weiteren Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden, um einen Schlüssel zu finden. Den Castle Key nämlich. Den werde ich... Also zurücklaufen tue ich nicht, aber ich benutze das Warp Gate, mit dem ich zurück in den Dungeon am Anfang kann. Das ist der Platinum Dungeon hier. Warp ich mich wieder weg. Und eine dieser Türen, die wir vorher nicht aufmachen konnten im ersten Stock, geht jetzt durch den Platinum Key. Dass wir die öffnen können. Frage ist welche, links oder rechts? Hier waren zwei Türen. Werden wir gleich mal sehen, so. Platinum Key. Da hinten ist er. Castle Key war das her. First floor plan is thought to be used on second floor, okay. Das war der richtige. Da ist der Soundeffekt auch gekommen. Hoi, boi, boi. Alright. Und da bricht auch noch alles zusammen. Nice. Oh, oh. Die sind fies. Die muss ich schnell killen. Weil sonst ziehen die mich entlang. Oh, fuck. Oh, oh, die sind fies. Die ziehen mich nämlich magnetisch entlang. So, ich spring hoch und einmal rechts. Hey, das war... Oh Gott, noch so einer. Oh Gott, noch so einer. Oh! Boomskop. Vielleicht sollte ich mir den Bogen dazu packen. Es kann sein, dass er mich durch den... Morgenstern... ranholt. Dem Bogen soll es vielleicht ein bisschen besser gehen. Natürlich. Wie war ich lang? Hier war ich lang. Nee, er zieht mich auch so lang. Okay. Zieh mich nicht da lang, du Fickmann. Komm. Anchor Jade. So, nochmal nach rechts.
Okay. Rechts. Okay, okay, okay. Da habe ich den Endless Key jetzt gefunden. Von einem Schlüssel zum anderen. Gucken wir mal, ob ich irgendwo anders noch hinspringen muss. Also, da oben war ich. Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich könnte noch mal auf der linken Seite gucken, aber ich bezweifle es. Aber sag mir schon wahrscheinlich mit dem Endless Key, dass ich da auf der linken Seite ganz hoch kann und zu diesen ganz großen Sprungeinlagen da in der Mitte. Weil im Chat nochmal gefragt wird, was spielt er? Ich spiele ein bisschen Brainlord. Ups, ungleich verschissen. Aber es ist in Ordnung. Ich gucke einmal noch hier auf der linken Seite. Ich check mal, ob hier noch was war. Nein. Nee, linke Seite war nichts. Aber die Sprunganlagen sind hier echt... Gott, oh Gott, oh Gott. So. Also mal gucken, ob das der hier ist. Endless Key found on the second floor of Platinum. It's rotting and falling apart. Okay, das war auch der richtige. Das hat den guten Sound gemacht. Ja, wir hatten es ja schon gesehen, dass es... Ah, ja, okay, es sind wieder Sprungeinlagen. Okay. Oh. Und natürlich wieder von vorne immer. Jedes Mal. Oh, wer hat mich... Also... Der hat mich von der Seite dann weggezogen. Okay. Da ist einer. Oh, die sind mega fies. Oh, jetzt sieht er mich von unten auch. Der andere. Wo kommt denn der andere denn auf einmal her? Komm, meine Fee, hau den kaputt. Ich versuche mich zu schützen hier. Okay. Okay, okay, okay. Ah, es wird aber auch knifflig. Okay, nochmal checken. Ich hasse die Sprunganlagen hier. Sprunganlagen sind nicht nice. Okay, ich müsste wahrscheinlich oben rechts in die Ecke. Ich müsste die linke Seite nehmen mit dem schrägen Sprung und dann oben durch einen drunter. Weil ich könnte das auch so rum machen. Auf der rechten Seite. Oh! Schräger Sprung. Ich versuche es mal schneller zu machen. Oh, da ist natürlich der hier direkt. Auch hier Spielzeitstreckung. Ich habe nach oben gedrückt. Ich habe vollkommen nach oben gedrückt. Nee, die ziehen mich wirklich ziemlich vom Pfad ab. Und du kannst sehr leicht abrutschen hier. Ja, sobald die Dinger in der Nähe sind. Entweder muss ich anhalten, um die zu besiegen, aber da kann ich immer noch leicht abrutschen von der Plattform, während die hier zerstört werden. So. Hau den nochmal kaputt. Hau den nochmal richtig kaputt. Alter. Ich lasse ihn mal hier alleine. So, wenn ich Pech habe. Ja, sobald ich in dessen Nähe bin, zieht er mich alleine runter. Das ist für Sprunganlagen tödlich. So, einmal muss ich schräg springen. Wobei, oh, ich könnte. Okay, lass uns das mal probieren. Oh!
Wer hat mich denn da lang gezogen? Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich die Dame getroffen? Die sind wirklich mega fies. Mega fiese Penner. Nervige Sprunganlagen. So, wie habe ich das gerade gemacht? Hier und dann hoch, ne? Okay, gerade Bewegung nur. Okay, das war nicht so clever. Oh, ich hätte auf die andere Seite springen müssen. Die andere Seite wäre es gewesen. Das hier kann man noch machen. Dann kommt der Wichser hier oben. Schild ins Gesicht. Da oben haben sie eben noch einen dritten, ne? So, auf die rechte Seite. Also rechte Seite. Oh! Ich springe, schieb mich nach oben rechts! Zieh mich nicht nach oben rechts! Was mit Bethesda, wird im Chat noch gefragt. Ich weiß leider nicht, was mit denen ist, aber lass mich raten, wahrscheinlich gar nichts. Immer noch das fucking Standbild, ey. Ich hasse Bethesda. Bethesda können mich mal. Mit Penner. So. Okay, also die Regie sagt Bescheid, falls auf einmal da irgendeiner steht und Bethesda Action macht. Schon hier darunter. Ach, ey, Bethesda. Ihr könnt mich mal. Sagt die Uhr eigentlich Regie? Es ist nach zwei bestimmt, ne? Glaube ich. 2 Minuten vor 2. 2 Minuten vor 2, ja. Ein bisschen. Ich will diesen fucking Raum noch schaffen. So ein bisschen bleibe ich noch. Es sei denn, hier stehen schon die nächsten Spalier. Wir wollen rein. Ich verstehe nicht, was es ist. Ich drücke eindeutig nur nach oben. Ich kann ja eigentlich nicht mehr im Einzugsgebiet von dem anderen Magnettypen sein. Und ich kann auch nicht irgendwie an denen vorbeijumpen. Weil die alle da auftauchen. Ab wann hat er mich im Einzugsgebiet? Guck mal, selbst von hier. Ich habe den Finger gerade nicht am Controller, aber er zieht mich da nach vorne. Mit den zerstörbaren Plattformen hier auch noch dazu. Oh, ich hab's geschafft. Du Dummsack. Ah, ich hab's geschafft. Ah. Piu! Der Chat sagte schon, wir haben bestimmt Albträume vom Runterfall-Sound haben. Ja, die habe ich auch nämlich schon seit langem. So, die Tür haben wir geöffnet. Immerhin sind wir wieder voll geheilt. Der könnte es sein. Der nächste. Spirit Key. Spirit of the Goblins. Okay, das war hier auch der richtige. Wo sind wir hier? Lieber sicherheitshalber mal gucken. Ich würde, glaube ich, dann wieder wechseln. Okay, das scheint ziemlich straightforward zu sein, aber ich sollte wieder auf den Morgenstern wechseln, weil der ist ein bisschen kräftiger. Der hat nämlich 15 Angriffskraft statt nur 10. Boah, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Weg mit euch.
Oh, es tut sich was bei Twitch. Okay, dann dann würde ich sagen, warte mal, ich switch mal auf den Rechner wieder um. Und dann checken wir das mal. So. Was jetzt? Irgendwas macht er da. Ja. Irgendwas macht er da. Stellt er diese Figur auf, stellt mir jetzt stellt eine Uhr hin. Oh, was sagt die Uhr, bevor ich hier lange in den Kabeln herumdödel? Das ist jetzt nicht so genau zu erkennen. Irgendwas macht er aber da an dieser Uhr, ne? Ihr seht nicht, aber was jetzt. Oh Gott, ich finde das hier nicht. Wo ist der Anschluss? So, das scheint ein HDMI-Eingang zu sein. Ist da wieder ein Rechner bei euch, Regie? Ja, ne? So, dann gucken wir mal. Jetzt muss ich mich mal hier hinsetzen, weil hier die Tastaturen alles sind. So. Hallo? Ach so, hier. Da ist eine Fallout-Uhr unten. Ist da eine Uhrzeit drin? Ich seh das von hier aus. Nee, warte mal, muss man mal warten, bis der. Der Arm zeigt irgendwie auf 10. In 10 Minuten oder was? Ja, das weiß ich nicht. Er zeigt auf die 10. Also er zeigt auf die 10, ja, das sehe ich. Ja, jetzt ist die Frage: Ist das der Minutenzeiger, der Uhrzeiger? Es muss der Minutenzeiger sein, es kann nicht anders sein. Dann bleibe ich noch hier so lange. What the fuck? Dann habe ich es ja doch noch erwischt, nachdem ich dachte gestern, oh, nach 20 Uhr. Na, das werden sie gleich anklingen, bist du nicht dabei, hast die ganze Zeit immer auf den Kack-Stream hier geschaut. Und dabei hatte ich gerade frisch die ganzen Sprungeinlagen geschafft. Mal hier kurz rüber. Oh Gott. Ja. Kann ich das nämlich auch alles also hier. Die Kamera ein bisschen zurückrufen, die hast du gerade ein bisschen verschoben. Habe ich das? Ja, dann setze ich mich einfach wieder hier hin. So. Mach dir mal den Monitor. Dann siehst du das gleich. Zeig mal. Bin ich denn da? Also, bewegt sich denn die Uhr, wer der Chat? So, ich habe natürlich die Kamera verschoben mit dem Hintern. Einfach nach links wieder drehen. Wie das Multiview an, da kannst du es eigentlich. Ja, ich sehe es. So, das sollte reichen. So, die Uhr bewegt sich nur mit DLC, sagt der Chat. Oh Gott, nee, ich glaube, sie bewegt sich. Ich glaube, das wird jetzt endlich die Ankündigung sein. Fallout 3 Remastered. Oh, what the hell? Haben die denn bei Twitter noch mal was gemacht? Twitter, Bethesda. Also das Please Stand By. Vor 21 Stunden haben sie das fucking Please Stand By-Ding dahin gemacht. Ist doch nicht deren Ernst. Please Stand fucking By. Also so langsam, es kommen wahrscheinlich wieder mehr zu, 57.000. Ich glaube, die Uhr hat sich ein bisschen bewegt. Wenn deine Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Kriege ich denn irgendwelche weiterführenden Infos? Ja, ich würde auch sagen, die bewegt sich. Ja, es können doch nur 10 Minuten sein. 10 Minutes. Haben die schon eine Mail geschickt, vielleicht? Na, Walmart hat wieder geleakt oder so, nachdem sie schon Sonic Racing heute geleakt haben. Penner. Vielleicht auch heute um 20 Uhr. Es ist amerikanische Zeit, ne? Was haben wir jetzt hier? 14 Uhr. So, lass mal zurückdenken. Es ist minus. Man muss zurückrechnen Richtung Amerika. Ostküste ist minus 6 Stunden. Westküste ist minus 9 Stunden, ne? Das heißt, wenn man auf die Ostküste geht, ich weiß ja nicht, wo Bethesda ist, wo sind die denn? Wenn sie in New York sind,
dann ist es um 14:45, wenn diese Uhrzeit dann da stimmt. Ist es da 19:45? 19:45 ungefähr an der Ostküste, ne? Machen wir mal New York Time. Gucken wir mal. Ja, laut LA ist kurz nach 5 und New York ist kurz nach 8, sagt der Chat. Ich würde auch sagen, also 8. Jetzt sind die schon ist es bei 5 vor gelandet? Ist immer so, wenn ich ein bisschen bewege, hier, dass dieser verdammte selbstgemachte Kackschatten hier ist. Na? Dass man dann oben und unten diese Scheißuhr nicht sehen kann. Das hättet ihr doch denken müssen dabei, Bethesda, ihr Ficker. Na? Macht die Uhr nicht da ganz unten hin, macht sie mal zur Seite oder so. Also ich würde sagen 6 vor. Irgendwie so, ne? Das Scheißding bewegt sich. Ja, bei der Finger ja auch zeigt, ich würde sagen 6 vor. 6 vor, oh, das wird krass. So, jetzt kommen wieder Emotionen der Gefühle. Einerseits vorher, ach, ihr könnt mich alle mal, wenn das so lange dauert mit der Ankündigung, dann ist bestimmt wieder was Beschissenes. Jetzt aber wieder, oh, vielleicht ist ja doch noch was Gutes dabei. Wir sitzen ja eh trotzdem alle hier. Und gucken zu 58.000. Jetzt müssen die Leute langsam merken, wobei die beim Amiland entweder müssten Leute jetzt schon auf der Arbeit oder an der Uni oder sonst wo sein. Oder in der Schule. Ne, um 8 Uhr morgens oder schon bereit sein dafür. Wobei die natürlich auch unterwegs mit dem Handy streamen können. Ich hoffe, es lohnt sich. Wenn ich gestern gesagt hätte, ey Leute, wir lassen mal das ganze Programm ausfallen und ich sitze jetzt seit 18 Uhr gestern hier und warte darauf, dass dieses Please Stand By irgendwie vorbeigeht, dann wäre ich so sauer auf die. Sei denn, die zeigen was Gutes. Komm, Bethesda. Ein bisschen den Ton lauter. Da können wir auch was hören. Gibt es den Sound hier? Kann ich denn irgendetwas... Wie heißt das nochmal? Rocket Beans TV, ne? Rocket Beans TV. Kann ich einmal testweise ein Video anmachen. Mal sehen, ob der Sound kommt. Ja, mach mal. Nee, Donny will ich nicht jetzt. Wir irgendwas haben, wo man was hört. Warum muss der mich ja, das ist ja. Gehen wir auf den coolen Part hier. Da! Seht ihr, geh doch. So. It's happening. The numbers, Mason. Speculation. Also, Sound werden wir auf jeden Fall haben. Jetzt will ich aber einen Trailer sehen, der 17 Minuten lang ist. So. Oh, jetzt komm schon, ich muss auch gleich drehen. Ich bin Retro-Club, das geht so nicht. Zeigt mir das. Vielleicht soll ich die Walmart-Seite offen haben. Guck mal, es ist so eindeutig schon höher gegangen. Kann ich da so reinzoomen eigentlich? Nee, es wird. Ja, je mehr ich reinzoome, umso kleiner wird das Kackbild, ne? Danke. Danke für gar nichts. Das Reinzoomen. 58.000 haben noch nicht so viele zugeschaltet, trotz der Uhr. So viel kann es nicht mehr sein. Was haben eigentlich die ganzen Spacken da im Bethesda-Chat immer Despacito, Despacito? Was? Habt ihr keine besseren Gags? Despacito 2? Ich glaube, es ist dann auch nicht mehr wichtig, wenn man in den Chat reinschreibt, so, ne, in solchen Massenchats, ob es noch überhaupt irgendwie qualitativ, also das geht ja eh so schnell vorbei, dass wieder keine. Hauptsache, ich hab die Meme reingehauen! Despacito 2. Ihr könnt mich mal alle, ihr Despacito-Kacker. Ich will jetzt was zu Fallout hören. Und wie es kommt Skyrim, dann bin ich verärgert.
Fallout-Kartenspiel, gibt's das schon? Skyrim-Kartenspiel gibt's ja schon, ne? Despacito 2, es ist unoriginell. Du alle Kacken. So, oh, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sich die Uhr bewegt hat. So, jetzt mach mal weg. Doch, doch, ne? Mach mal den Schatten weg hier. Ist das noch die Hand, die hier hinten ist? Oder ist das... Ne, die Hand ist immer noch auf 10, ne? Oder ist die Schulter? Boah, ist das der Stundenzeiger? Doch, die bewegt sich, steht da. Aber ist das... Es ist anscheinend nicht der Minutenzeiger, oder? Nicht der Minutenzeiger, oder? Ich gucke jetzt auf diese Kackuhr da drauf. Regie, könnt ihr mal eure Magiefähigkeiten machen und diese Uhr ganz mal volle Pulle reinzoomen? Egal wie schlecht die. Wie ich das hier sehe auf meinem großen Monitor, würde ich sagen, der kleine Arm, also Stundenzeiger, zeigt noch auf die 10. Zoomt trotzdem mal rein, so schlecht es geht. Ja? Es ist schön, schön unscharf ist. Zoom mal volle Pulle rein. Ja, ich guck mal. Da möchte ich qualitativ alles rausholen, was hier geht. Das müssen wir analysieren. Da werden wir jetzt draufdrehen einmal. Es gibt jetzt CSI New York. Enhance. Boah. Es hat ein bisschen was von dem Sendungskonzept, was ich mal geschrieben habe. Es wäre meine Videoserie gewesen von Männer starren auf Balken. Sie sind einfach nur Leute, die irgendwelchen Sachen beim Installieren, beim Runterladen, beim Rendern zuschauen und dabei nichts sagen. Jeden Tag 2 Stunden. Es hat ein bisschen was davon. Komm, Regie, haut mir den Zoom rein. Put it in. Ja, ich bin aber jetzt hier in der kleinen Regie nicht so leicht. Achso, in der kleinen Regie, da müssen wir auf die große Regie umschalten, das ist doch ganz eindeutig. Das ist der wichtigste Punkt des Jahres hier auf Rocket Beans TV. Diesen Moment, da wird sich jeder noch dran erinnern. Vielleicht das neue WM-Fußballspiel von Bethesda? Oder sind gar nicht gerade in die French Open? Sehe das Tennisspiel von Bethesda. Da! Geht noch mehr? Was ist das Maximum, Regie? So, dass ich richtig nur Pixel sehe. Ja, gib mir mehr! Gib mir noch mehr! Ja! Rein mit den Pixeln! Noch viel mehr! Dreh am Rad, bis die Maus nicht mehr kann! Oh, schön die Kanten möchte ich sehen. Oh ja, so gefällt mir das. CSI wäre stolz auf uns. Oh, gebracht hat es natürlich nichts bisher. Kackhand immer noch da ist, wo sie vorher war. Es ist einfach nur eine Reihe, vielleicht wollte er seine... Der Minutenzeiger ist auf jeden Fall jetzt rüber, ne? Also der Minutenzeiger ist rüber. Ja, der ist so auf 2 oder 3 Minuten. Boah. Ist die Frage, was das bedeutet. Naja gut, warte mal, wann war der... Ich guck noch mal hier auf den Twitter. Wann war der Tweet? Vor 22 Stunden. Das heißt, die machen wohl die 24 Stunden voll, ne? Twitter... Bethesda. Da müsste es jetzt 12 Uhr sein, theoretisch. Weil guck mal, vor 21 Stunden steht hier der Tweet, von denen losgegangen. Also theoretisch, wenn das noch nicht korrekt rübergezählt hat, wenn da noch 2 Stunden ungefähr sind, dann sind sie bei einem Tag. Na? Dann ist es auch 10 Uhr morgens ungefähr. In New York zumindest.
Und das ist nochmal eine Zeit, wo Leute mehr aktiv sind als um 8 Uhr morgens. I don't get this. Ich würde sagen, wir machen einen Countdown. Machen einen Countdown auf 0 von 30. Wenn es da nicht kommt, muss ich leider los, weil ich zum nächsten Dreh muss. Aber vielleicht haben wir Glück. Und dann muss Simon sein Let's Play nachher unterbrechen, damit die Bethesda-News dann da durchkommt. Okay. Chat, ich möchte, dass ihr Mitte zählt. Ja? Dass die Zahl raushauen. 30. Und ich warte drauf, bis sie da ist. Mal erstmal alle die 30. Und von da an fangen wir dann sekundenmäßig an. Hau mal rein, Leute. Da geht's los. 30, 30, 30. 29. Schön weiter. 28. Schön weiter drauf tippen. 27. 26. 25. 24. Was? Ich hatte 28 was gesagt. 23. 22. Gehen wir nochmal auf das Ingame da, Regie. Auf das Ding hier. Wo waren wir? 22. 21. 20. 19. 18. Oh, mein Handy klingelt. 18. kurz mal mit Sia sprechen. Hallo Sia, ich bin gleich da. Ich zähle hier gerade nur bis 20 runter. Nee, nicht 15. Ach, wir sind bei 19 Grad. Ja. Achso, du bist vor der 15. Nein, wir sind in der 11. Oh Gott, jetzt sagen wir auch noch ganz andere Zahlen hier. 11 oben in, hier, da, wo das Wohnzimmer ist. Okay, bis gleich. Jetzt fragt er mich auch noch, wo, in welchem Zimmer wir aufnehmen. Wo waren wir? 19. Ich dachte, wir wollen mich durcheinander bringen. 18. 17. 16. 15, 14, 13, 12, 11, Wecker, Inja, Ochto, Efta, Exi, Tessera, Tria, Zio und 1 und Fallout 17. Ist. Da, er nimmt die Uhr gerade. Gerade wurde der Countdown fertig. War, hat er die Uhr weggenommen? Shit. Ich hab's mit meinem Countdown geschafft. Wir alle haben es geschafft. Das war der. Oh. Es ist Magie. Und was packt. Das ist pure Magie. Nein, der packt eine neue Uhr hin. Du alte Sau. Es war pure Magie, hat eine neue Uhr hingepackt. Weil die im Schatten stand und die keiner lesen konnte. Oh, das ist doch mein Herz. Gerade wo ich runtergezählt habe. Es war so perfekt. Das wäre ein Moment für die Ewigkeit gewesen. Für die pure Ewigkeit. Gut, Leute, ich muss das. Geh mir da weg, Regie. Es reicht. Es reicht. Leute, ich muss zum Dreh. Vielleicht sehen wir uns heute Abend wieder, wo die immer noch nichts gezeigt haben. Wenn was ist, aber erinnert euch dran, ich hatte mit dem Countdown fast recht. Es hat sich was getan, als ich runtergezählt habe. Und das ist das Beste und das Wichtigste. Viel Spaß noch. Ich muss jetzt weiter. Tschüss.